Leute und hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Aufnahme Battlefield. Diesmal wieder Battlefield 3 zusammen mit Future. Ja, Markus ist aktuell auf einem Bootcamp. Naja, nicht so ganz wie immer, sondern für seinen Fußballverein. Und darum übernehmen wir jetzt heute diese Folge für ihn. Ich bin eine Runde Battlefield 3 Team Deathmatch auf Noscha Kanäle. Ich spiele gerade mit der P90. Dann habe ich hier den Revolver mit Zielfernrohr und die Mast dabei. Jo. Ich weiß nicht, welche Waffe ich benutze, ich nehme irgendwas. Also die Aufnahme gestartet habe ich mit einer 5-5. Mal gucken, ob ich mich im Laufe der Aufnahme positiv oder negativ fortentwickle. Ich hoffe natürlich positiv. Alter, ist ja gut. Ich habe eine 3-3. 4-3 jetzt. Aua. Oh, oh, oh. Aber schnell. Ja, geil. Hilfe bei Kill 98. War da noch Lacker. Und wenn ihr euch wundert, ja, Markus hat auch Hobbys und spielt Fußball. Das hat mich auch sehr verwundert. Markus ein anderes Hobby hat als außer Spielen. Und Lappen zu sein. Nein, ich hab verkackt. Ich hab okay. 0%. Ich hab eine 6 zu 6 Grad. Weißt du? 4-4. Ich spiele hier gerade heute mit einer neuen Maus, also das Handicap kommt auch noch dazu. Die Maus heute erst gekauft, auf 2 Stunden lang Blendezeit eingespielt, jetzt ein bisschen mit der Maus und die Einstellungen ein bisschen überarbeitet. Hier in Battlefield gerade eben mit einer 2 Minuten Testzeit kurz die Einstellungen minimal überarbeitet und jetzt versuche ich hier mein Bestes zu geben für euch. Wir haben noch ein paar Kills, seit noch 100 Kills müssen wir machen. Ja, ich habe eine 7-7, also ich schaffe pro Runde einen Kill, das ist okay, eine 1er KD, damit kann man leben. Wir sollen doch keine KD-Spieler sein. Im Battlefield darf man das. Im Battlefield, was ist mit Blendezeit? Da darf man es nicht. Offiziell nicht, nein. Weil da geht es ja eigentlich um die Punkte. Um Basen. Um KD? Nein. Doch. Um die Basen. Nein, warum bin ich aufgestanden? Da campt er schon wieder. Okay, jetzt bin ich negativ. In dem Team Deathmatch geht es um nichts anderes wie Kills. Hier kannst du nicht mal Punkte einnehmen. Ah, gut. Apropos Blätter, müssen wir auch jetzt noch den nächsten Mal wieder ein Video machen, ne? Update-mäßig. Hat sich einiges geändert wieder. Sogar schön. Schön geändert? Ja. Also zumindest meine ich das zumindest. Ich habe die Patch-Notes noch nicht gelesen. Da hat sich einiges geändert, ganz schön, aber ich weiß nicht, was sich geändert hat. Ja. Oh, Assault Service Medal habe ich bekommen. Auf Ding von Star Citizen hat einer seinen Job verloren. Discolando, wenn ihr das was sagt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der macht immer solche Musik, also solche Videos, wo er das Spiel Sachen, wo im Code versteckt sind, öffentlich zeigt, weil es ist ja immer mehr im Code drin. Und jetzt hat er leider den Code veröffentlicht, wo noch Schiffe drin sind, die auch gar nicht released wurden. Solche riesen Planung ist. Da waren sie nicht so amused. Warum kann ich nicht durch eine Treppe durchschießen? Was ist denn das für ein Kacki? Mann, jetzt bin ich gerade schlecht. Ich soll vielleicht mein Visier auf meine P90 backen. Das ist noch das Ding, was ich irgendwann mal mit Markus von einem halben Jahr testweise angespielt habe. So bei einem im gleichen Scheiß. Und dann gehofft haben, dass einer von uns beiden überhaupt was reißt. Alter, warum tötest du mich? Yes, endlich mit der Masse mal zugeschlagen. Also ist neu genau. Also das ist ja, dann eh mal durchladen hier. Don't mag oder lagged maximal ping. Och man, das sind das Camper sind das. Die hocken nur hinter Nein, den Ecken. Camper sind's nicht. Doch, einer hockt immer in dem einen Container drin. Ja, gut, dann weißt du ja wo er hockt, dann werf ihm eine Granate hin. Dann hockt er immer zwischen den zwei Containern. Ist er nicht da. Aber er wollte schon wieder rein, er liegt nämlich direkt vor dem Container, wurde abgemetzelt. Basti. Schau, ich habe auch gecampt. Aber bei dem Spiel campen. Einfach oben in den Container reinlegen. Oh, ist mein... doch. Kill Assist. Jetzt bin ich aber tot. Was hab ich denn? 8-7. Bin ich noch positiv.
Läuft bei mir. Wir gewinnen, was? Wir rüsten. Kann das sein? Nochmal ein Kill gemacht. Achtung, hinter dir, Futter, hinter dir. Ja, das ist vorbeigerannt. Hab ihn. Ich habe ihm auch ein bisschen den Rücken gedrückt, 15%, aber ich habe ihn leider nicht richtig erwischt gehabt. Das hätte ich dir schon mehr geholfen. Ja, du sollst nicht da oben campen. Hier, Granate. Kannst mir nichts. Das hier ist nicht Blendezeit, okay? Ja, trotzdem kriegst du eine Granate, Camper. Ja, jetzt renne ich los und da schießt die Leute von hinten mit einer Shotgun. Und was ist besser, campen oder Leute von hinten mit einer Shotgun metzeln? Von hinten mit einem Shotgun in den Kopf. Nee, es war in den Rücken, aber das ist auch ein One-Hit. Bei der ja, Shotgun hier schon. Ich wollte gerade sagen, Shotgun ist ja eigentlich relativ. Nee. Darum macht kein One-Hit von hinten in den Rücken und nicht auf so eine Distanz. Es kommt schon darauf an, was du für eine Shotgun hast und... Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Yes, ich habe einen geknifed. Ich habe einen Knife-Kill, Bitches. Das habe ich noch nicht. Ich weiß nicht mal, wie ich knife. Aua. Ich schon, weil ich hatte das immer auf derselben Taste. Und es hat auf der neuen Maus sogar gut geklappt, dass das übernommen wurde, dieselben Tastenkombis. Aber das ist eine neue Taste bei mir. Hat keiner getötet. Scheiße. Futter, ich heb dich auf, ich hab die alle gekillt. Ach, die Granate. Ja. Meine war das übrigens. Ja gut, die macht mir ja nichts. Ja, ich wollte dir trotzdem ansagen. Nicht, dass du erschrickst. Haben die mir jetzt eine Granate reingeworfen? Nein, sie lag zum Glück auf meinem Dach drauf. Also, oh, da vorne liegt eine Granate. Bring drauf. Ja, Ammo. Ja, ist meine Ammo. Ja, die brauche ich. Aber solche kleinen Runden sind auch nicht ganz verkehrt. Warum schießt der? Okay, ich habe ihn. Ich weiß nicht mal, welche Waffe ich spiele. Eigentlich der AK-47 oder sowas. Warum spielt der eine mit der Sniper? Sehe ich nicht. Doch, jetzt keine Sniper-Map. Doch, natürlich. Das ist der Mega-Sniper-Map. Echt? Wenn du dich ganz am Rand legst, hast du die halbe Dings hier mit der Sniper. Ich habe hier auch schon Runden mit dem Sniper gemacht, wo ich 40 zu 2 gespielt habe oder so. Das ist ja langweilig. Sagt derjenige, der bei Blendezeit früher nur gesniped hat. In Blendezeit. Sniper. Ich will jetzt, ich will auch Raxium-Sniper haben. Sind nur noch knapp 4000 Kills, was ich machen muss. Ach, nur noch 4000? Ja, nur noch. Ich glaube, das ist die Hälfte von dem, wo ich jetzt insgesamt schon gemacht habe in meiner Spielzeit. Oh, verkackt. Da kam noch einer aufs Eck. Naja, aber ich bin gut. Ich habe eine 18-13. Das ist eigentlich ganz okay. Solange ich positiv bleibe, ist alles gut. 12-9 ist auch noch in Ordnung. Mich jemand? Nö. Da komme ich nicht hoch. Scheiße. Komme ich. Überall hin. Alter, na. Kämpft sich schon wieder in den Container ein. Ja, das mache ich auch gerade, weil ich nur 11 HP habe. Ja, habe ich ihn erwischt. Vorsicht im Container. Also, er ist tot. Munition hier. Hab ihn. Nein, ich bin tot. Da saß noch einer. Aua. Guck, der eine hockt auch immer da hinten dran. Die hocken immer irgendwo hinten drin. Darum mache ich das auch immer und ich kill sie dann. Ich spreng sie erst aus ihrem Platz mit einer Granate raus und dann setze ich mich dahin. Ah, da sind sie, kommen von links, kommen von links, kommen von links. Alter, was hier gerade los war? Also, die kommen von links. Oder von Südwesten, von mir aus. Aber warst du das? Hab den der zweiten wieder belebt hab? Nee. Nee, ich renne noch. Inzwischen mehr Leute hier im Squad. Ich brauch Medikus. Ja, Muni, hier, Muni. Nein, Medikus. Medikus kannst du in der Pfeife rauchen. Brauch mir nicht. Ich bin zwar ein Medic, aber ich habe nur ein Defi dabei, weil ich die Shotgun hab. Ah, hab ich ihn? Nein, hab ich nicht. Alter, die P90 ist auf Distanz einfach so geil, genau. Ich muss glaube ich wieder mehr Battlefield spielen. Nein, ich glaube, ich muss erst einmal Blendezeit hochspielen. Und danach, Leute, Ende des Jahres, ich kann es schon mal teasern, es ist ziemlich sicher. Battlefront hier auf Lappengamer TV. Ja, Markus und ich holen sie auf jeden Fall.
Tutor ist noch am Überlegen aktuell. Kann man sich auch groß vorstellen, dass ich es auch hole. Gut vorstellen. Groß vorstellen. Was sind das für ein Lappendeutsch? Groß. Wirb, du scheiß Camper-Arsch. Fuck you. Also bis Ende des Jahres wird es dann noch schön hart nichts mehr gespielt, die Blendezeit so gut wie, damit ich da noch schön weiterkomme. Und dann Ende des Jahres wird umgestiegen auf Wir suchten Battlefront. Und Star Citizen. Weil da kommt auch das First-Person-Shooter von Star Citizen raus. Jawohl. Da freue ich mich schon riesig drauf. Der First-Person-Shooter. Der wird auch so bombastisch geil. Mit Schwerelosigkeit und. Du glaubst nicht, was du für einen geilen Scheiß da hast. Nein, der dritte hat mich geholt. Aber ich wurde wiederbelebt. Nice shit und ich werde wieder erschossen. Und er wirft die Granate. Oh Mann. Kann auch campen, was? Ja, dann mach doch. Ja, schau. Ja. Versucht einmal zu campen und wird instant von der Granate geholt. Oh, warum aim ich eigentlich überhaupt bei dem Spiel? Nein, warum hat der Schuss nicht getroffen? Ist er 100 Brote auf den abgedrückt? Okay, ich glaube, ich muss die Masse anlegen, damit die richtig effektiv wird. Oh, die haben schon wieder einen Sniper oben am Turm. Nein! Warte, vielleicht kriege ich dich. Ja, hab ich, danke. Aber da hockt er irgendwo so. Ja, hier. Ich hab einen Assist. Aber jetzt habe ich 2% Leben nur noch. Geh doch weg, du Affe. Lackaffe, Granate raus. Nice, kann doch nicht sein, dass der so den Shotgun-Schüssen ausweicht. Ich hab die da hinten alle gut angedamaged. Stirb! Wir haben schon wieder einen Scharfschützen an der Brücke liegen. Ich hab den am Turm gesucht, oder ist voll. Ja, der ist jetzt an der Brücke. Achso, auf der Brücke oder an der Brücke? Auf der Brücke. Ah, da ist er. Haben mehrmals angehittet. Er flieht. Nein! Ja, hat mich einer mit der Glock von hinten weggeschossen. Ein anderer Sniper von denen. Ja, noch mehr Sniper. Da ist er. Ja, bin ein Sniper. Ah, jetzt holt mich ein anderer von hinten. Natürlich. Ja, natürlich holt er dich weg. So kürze ich das. Ein Sniper ist aber down. Okay. Und noch darfst du dir suchen. Ich habe schon wieder einen Sniper markiert. Hab ihn auch gut angeschossen. Ja, aber der lebt schießt noch. Auch einer an. Oh fuck, der lebt immer noch. Jetzt sniped er unsere Leute weg. Wo denn? Okay, jetzt ist er tot. Nein, ich lieg hinter dir. Ich hab ihn. Hinter dir. Bist du das? Nee. Ja, ich lieg. Nein, rechts. Ja, ich komm grad. Ja, da. Das heißt da. Hinter mir. Also am anderen Ende. Wow! Oh, der hat mir einfach instant einen Headshot gegeben, der Sniper. Da hockt schon wieder ein Sniper oben am Turm. Ich hab 2 Stück jetzt erstmal weggemacht. Oh, jetzt werde ich von 2 Seiten Flankenfeuer. Alter. Die haben auch noch Schnellfeuer, Leute, auf den Turm. Also. Ja, mit Spawn-Beacons. Der ist runter vom Turm. Ja, der hüpft gerade um mich rum, aber ich treffe ihn nicht, den Pisser. Jetzt bin ich tot. Jetzt ist er tot. Ja, er ist auch da. Du bist. Oh Gott, sein der. Okay, das war jetzt wieder verkacktes Aiming aufgrund von neuer Maus. Den habe ich. Ich habe einen Granatenkill gemacht. Ich habe einen durch die Wand erschossen. Das finde ich cool. Oh, da hüpft schon wieder einer vom Turm runter. Nächste, wow. So, Leben gerettet. Leben gerettet. Boah, hockt wieder einer im Container drin, wo sie immer hocken. Okay, ich gehe hoch. Nein, jetzt hat er mich gesehen, wie ich hochgehüpft bin und hat mir direkt ins Gesicht geschossen. Okay. Boah. Ich suche mal die Container Boys. Was können wir denn noch testen spielen? RPK774 habe ich. Habe ich glaube ich früher mal gespielt, wo wir noch Let's Plays davon gemacht haben. Ja, da hast du die wirklich immer gespielt. Wenn Markus und ich dauernd Waffen gewechselt haben, bist du immer bei der geblieben irgendwie.
Ja, die mag ich irgendwie, ist gut. Ja, Markus und ich haben letztens mal so gemacht, wir machen quasi zufällig unsere Klasse und haben dann einfach immer so mit den Pfeiltasten durchgeklickt, die Klasse, die Waffen und alles. Haben dann so gespielt, auch ausrüstungstechnisch zufällig alles. Und deswegen renne ich hier auch gerade mit einer PDW, mit Schalldämpfer, Laservisier und ohne Visier rum, weil ich das noch so gelassen habe. Weil ich das eigentlich ein lustiges Dings fand. Und es sich eigentlich gar nicht mehr so schlecht spielt, wie man ja hier sehen kann. Gegner eliminiert, Störe. Tötet, ich hab dich. Ich hab den auch noch. Danke. Ich habe jetzt nur 40%. Aber ich wurde auch wieder geholt. Schau, das ist Teamplay. Genau das. Oh, und ich wurde wieder erschossen. Ach komm, so ein Dreck. Hier gibt's Munition. Gegner spawnen alle hier hinten und geben uns direkt hart ins Gesicht. Ich auch mal in den Schusscontainer drin. Ja, natürlich holt er mich gleich im ersten Schuss. Oh fuck, da schießt schon wieder ein Sniper auf mich. Ich hab mal 200 ist das Ziel. Nee, 300. Achso, dann haben wir noch ein bisschen. Okay, Kolscher, wir gewinnen, du bist. Ja, du überlebst hier keinen mehr. Stupid boy, Noobs everywhere. Achso, die schreiben mir die ganze Zeit was im Chat hier oben. Granate, raus damit! So, Triple Kill, Bitches. Hilfe bei Kill. Ich habe gerade 3 Stück in der Row erschossen. Ja, genau, die habe ich ja auch gehabt zum Teil, weil... Das war der vierte. Das hier... Da kommen sie schon wieder. Nein, da bin ich tot, aber den fünften habe ich auch noch geholt. Es war gut, es war eine gute Runde. Ich habe gerade 5 in der Row geholt, Digga. 5 in der Row, mach mir das nach. Auf einmal in der Passikon. Ja, ich habe sie alle angehittet, ich habe für jeden Assist gekriegt. Ja, und ich habe sie alle gekillt, weißt du? Das ist der Unterschied zwischen uns. Ja. Du schießt ein bisschen wild um dich und ich töte Leute. Ja. Und währenddessen durch noch wiederbeleben. Oh, ich und Massenkills machen in den gegnerischen Reihen. Schon wieder gerade übrigens. Oh, scheiß die Wandern. Es werden immer mehr auf dem Server, deswegen rennen hier ha, viele fuck, Leute rum. Frackgranate hat mich gekillt. Verreckgranate? Ne, Frecknate. Eine Frecknate, verstanden. Ja, eine Frecknate. Tötet dein Gegenüber. Krass, oder? Ich finde Granaten voll OP, die andere Leute töten. Ich finde die Waffen OP, wo mich immer töten. Jetzt bin ich einmal auf dem Container. Oh nein! Ich bin kaputt gemacht von der Lampe. Bleib stehen, ich hieb doch niemand. Jetzt du wieder. Nein, jetzt kommt ein Sniper ums Eck, wie ich den wiederbeleben will und gibt mir einen Headshot. Da rennt ohne Wissen Sniper einfach im Nahkampf rum. Hab ich C4? Oh, ich hab C4. Du brauchst damit eh wieder nur Scheiße und verkackst es dann letztendlich. Ja, ja, ich hab ein neues Loch in die Wand gesprengt. Nein, da gehen wieder alle. Oben meine Bayern. Da, oh ja, sie haben mich direkt weggesniped, als ich durch die Container gerannt bin. Okay, ich gehe mal hoch und knife mal ein paar Sniper weg. Kotze mich gerade hin. Och man. 25-22. Ja gut. Solange ich positiv bin, bin ich zufrieden. Ja, ich bin sogar gut positiv. 36-26. Ja, 10 ist gut. Ich habe 2. Jetzt wurden es wieder wer. Aber der hat den Nate geworfen. Oh Mann. Da hinten in dem Container war schon wieder Big Rape. Jetzt oben, aber da oben ist keiner mehr. Ja, die sind gerade alle in den Containern. Ja Leute, die Runde nähert sich dem Finale. Ja, nee, das ist kein spannendes Finale, weil es ist eigentlich schon entschieden. Ja, kurz cool, eigentlich schon. Wir haben gewonnen. Ja. Wie es zu erwarten war. Also wenn wir das hier mit verlieren... Oh, das sind ja alles Verbündete. Oh nee, jetzt kommen die natürlich von links, da waren doch gerade alle Verbündeten. Wo sind die auf einmal hin? Nein! Da sind sie! Na, einen habe ich noch gekriegt. Was, da hinten sind die? Okay, Random Date. Vielleicht killt die was. Ey, die haben echt was gekillt! Meine Random Date hat einen Kill gemacht! Das finde ich bei dem Spiel ein bisschen kälter, dass es immer nur eine Granate gibt. Aber die macht... Nein, wenn du Premium bist, hast du Zugang zu Wehr. Flash Date, Hochgranate.
Ja, klar, nee, ich meine eine in deinem Gürtel. Achso, ja, das ist logisch. Aber du kannst ja dafür immer wiederholen. Ja. Du kannst ja aus jedem Bodypack die ganze Zeit wieder aufheben. So, ich hab dich mal wieder zurückgeholt. Es ist in meiner Schicht stirbt niemand, weißt du? Mhm. Alter, warum bin ich dann schon über 20 Mal gestorben? Da war nicht meine Schicht. Ja, ich hab den letzten Kill gemacht. Ich hab den letzten gemacht. Nein, deiner stand noch oben rechts, meiner nicht mehr. Das heißt, meiner war der letzte. Bitch. Oh Mann. Weil ich hatte nicht mit der Shotgun noch einen weggehauen gerade. Mit der One-Hit. Aber ich habe auch noch eine mitgegeben hier. Ja, drei Visiere in einer Runde freigeschaltet, zwei Medaillen gemacht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das war eine gute Runde, schöne KD gehalten. 20 Rhymes gemacht. 32.000 Punkte. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Ja Leute, an der Stelle würde ich sagen, was ist dann noch mit der heutigen Folge? 11 positiv, weil ich Futo hat sich auch ganz gut geschlagen und wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge. Diesmal dann wahrscheinlich wieder bei Markus oder irgendeinem anderen Projekt von uns. Wir sehen uns das nächste Mal. Servus und ciao.